Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Montagabend, 21 Uhr, hier sind die Track-Nerds von nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein alter Haudegen und Leidensgenosse, der Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Willkommen, du seist und ihr. Du bist schon bei unserem Stream für morgen, so gedanklich, ne? Ja, nein, ich habe gedacht, ich ziehe mich mal alternativ an zu alternativen Dimensionen. Ja, das ist schön, alternative Dimensionen, alternativ anziehen. Du siehst, ich habe mich auch entsprechend heute mal wieder in Schale geworfen, passend zu unserem heutigen Thema. Wir wollen ja heute sprechen über Star Trek Discovery, die Folgen 9 und 10. Und heute haben wir mal auch eine kleine Premiere, denn wir streamen das Ganze jetzt mal nicht nur auf YouTube, sondern auch mal live auf Facebook. Keine Ahnung, ob der Stream das heute mitmacht. Ja, mein Producer sagt hier, das funktioniert. Also die Software Facebook Live Producer, wir haben hier keinen Producer sitzen. Das wäre natürlich schön, ne? Aber da haben wir noch keinen. Ja, Michael, wie geht es dir denn? Ich habe gehört, du bist negativ. Ich bin negativ, ja. Letztes Mal hatte ich gesagt, ich wurde positiv getestet und jetzt habe ich Antikörper beziehungsweise keine Antikörper. Also wahrscheinlich auch wieder negativ, aber ob es jetzt negativ gegenüber Corona ist oder negativ gegenüber Star Trek Discovery, das kann ich noch nicht ganz sagen. Ja, Mensch, selten wurde eine Folge von uns so erwartet, ja, dass also auf Twitter schon geschrieben wurde, wann kommt endlich und macht endlich und los, ich habe Redebedarf, ja. Und dann habe ich ja gerade eben auch nochmal geschrieben, komm, lass uns mal live gehen und lass uns eine kleine Gesprächstherapie für Menschen machen, die unter Umständen jetzt wirklich mal Redebedarf und Diskussionsbedarf zu diesen beiden Folgen Star Trek Discovery haben. Ja, was soll ich sagen? Es war wieder. Aber bevor wir einsteigen, Michael, für alle, die heute vielleicht auf Facebook zum ersten Mal dabei sind. Hallihallo. Ja, ihr findet uns normalerweise auf nerdizismus.de. Ich höre mich gerade so doppelt, weil ich in diesen schönen Lampenschirm hier reinspreche. Aber ganz egal. Nerdizismus.de ist the name of the game. Da findet ihr alle unsere Kanäle, alle unsere Links, alle unsere Episoden zu diversen Serien, Filmen und so weiter, was ihr angucken könnt. Und da findet ihr auch die Möglichkeit, uns Feedback zu schreiben, nicht nur auf diversen Social-Media-Kanälen. Nein, das könnt ihr auch regelmäßig auf aninfo@nerdizismus.de machen oder an unsere WhatsApp-Adresse, an die 015259647709, müsstet ihr auch hier irgendwo überall im Stream sehen, wo ihr es hinschreiben könnt. Oder kommt doch in unseren Discord und diskutiert mit im Discord. Einfach nerdizismus.de/Discord und wir freuen uns über jede Ergänzung, über jeden Kommentar und über jede Diskussion, die da gestartet. Ja, ganz genau. nerdizismus.de/Discord, da seid ihr auf jeden Fall richtig. Und wir haben auch wieder reichlich Feedback bekommen. Ich möchte ein paar vorlesen. Einfach mal so ein bisschen exemplarisch. Vielleicht gibt es ja aus deinem Bekanntenkreis auch wieder den ein oder anderen, der noch was dazu zu sagen hat. Also der kürzeste Kommentar war einfach nur Querdizismus. Der Podcast für Nazis und Impfgegner. Na, also das sieht man ja, du weißt nicht. Nein, ihr seid klasse, bleibt wie ihr, bleibt, macht weiter wie bisher, macht Spaß mit euch, schreibt der Stefan. Vielen Dank, Stefan, dafür. Dann jetzt muss ich gerade mal gucken, der Steve schreibt, hallo ihr beiden, ich höre euch mit eurem Format Track Nerds schon fast von Anfang an, also seit Discovery losging, etwa Ende 2017. Ich habe bisher noch nie was kommentiert, das mache ich heute nun mal hier auf YouTube. Ich bin Star Trek Fan seit 1990, da habe ich das erste Mal Star Trek 5 gesehen auf VHS und dann auch schon kurz darauf TNG im ZDF. Bin also kein Hardcore-Fan, habe keine Uniform und gehe auch nicht auf Conventions, aber ich bin ein Nerd, sagen wir es mal so. Ey Steve,
fair enough, ja, muss keine Uniform sich zulegen oder auf Conventions gehen und kann sich natürlich trotzdem als Nerd bezeichnen. In 10 wird es wahrscheinlich dann nicht ganz werden. Ich mag eure Podcasts seit Anfang an sehr, vor allem die Recaps von dir, Michael. Also, wie oft muss ich das denn noch sagen? Ja, das ist ja unglaublich. Ja. Haben sich ja so toll etabliert und sind wirklich klasse. Also, Michael, schreibst du super Reviews, ja? Ja, das ist, ich stecke da alle meine Energie rein. Sonntags immer die ganze Zeit hänge ich 3 Stunden dran. Und ja, ich weiß, dass du das zu schätzen weißt. Ich weiß, dass es trotzdem, Steve, alles gut. Ich weiß, was du sagen willst. Leider muss ich aber nun Folgendes sagen. Ich höre nun Star Trek nur noch. Und zwar über euren Podcast. Ich schaue die neuen Discovery-Folgen überhaupt nicht mehr. Ich habe die erste und die zweite Season geschaut und danach noch Picard im Frühjahr. Und nach dessen Ende habe ich beschlossen, kein neues Star Trek mehr zu schauen. Es ärgert mich einfach maßlos. Das Ganze hat mit Star Trek in etwa so viel zu tun wie Currywurst mit Schlagsahne. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, die ganzen Unzulänglichkeiten aufzuzählen. Zum Glück habt ihr das aber auch schon gut herausgearbeitet. Ich kann nur so viel sagen. Disco und Picard sind so ein verschwurbelter Müll, dass es einfach nur noch wehtut und ich mir wünsche, dass das Franchise begraben wird. Ein bisschen harsch, ne? Also das Franchise begraben, wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass es mal besser wird. Also das ist ja eben der Punkt, wir geben ja die Hoffnung noch nicht auf und in manchen Fällen, wie zum Beispiel bei The Walking Dead, ist es ja manchmal auch durchaus sogar berechtigt, dann wird es ja manchmal noch ein bisschen besser. Aber gut. Die Plots sind hohl, schlecht und nicht durchdacht und über 50 Jahre etablierte Dinge aus Star Trek werden mit Füßen getreten und verhöhnt. Wenn man solche Dinge, wie ich sie gerade tue, über Star Trek sagt oder schreibt, kommt von einigen Menschen dann oft, man würde im Gestern hängen bleiben und sei nicht offen für Neues in Star Trek. Ja, das Argument, das kennen wir ja auch. Da muss ich sagen, das ist mitnichten so. Und ja, auch in TOS, TNG, DS9, Voyager und so weiter gab es eine Menge Schrott und Stuss. Meine Rede. Ich habe mir lange neue Serien gewünscht, auch mit durchgehenden Plots, moderner, mutiger und so weiter. Moderner sind sie, keine Frage, damit habe ich auch kein Problem, aber sie sind nicht mutig, haben keine inspirierenden Geschichten, keine Charaktere, mit denen man sich identifiziert, keine Schiffe, die man toll findet. Wer würde DSC schauen und danach sagen, wow, ich will mir ein Discovery-Modell auf den Tisch stellen. Wer würde deswegen seinen Beruf wählen? Wer will so sein wie, ja, wie Ed Michaela, wie Tilly? Ich sage, niemand will so sein. Niemand will so ein Modell. Die Discovery wird nie richtig zu sehen sein, so wie alle anderen Schiffe auch. Dazu hässlich, bescheuert und so weiter und so weiter. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Aber im Grunde genommen ist das ja genau das, dass man eben den Leuten dann auch immer vorwirft, sie sind im ewig gestrigen hängen geblieben. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ne? Nun ja, wie geht es mit Star Trek weiter? Wie traurig muss es noch werden? Vielleicht bauen sie noch ein paar billige Tuk-Tuks und kleben VW drauf. Dann hätten sie wenigstens noch ein bisschen Product Placement. Schlechte Dinge mit alten, bekannten Namen haben, nur um damit sagen zu können, dass es das noch gibt. Nein, das kann und sollte einfach nicht sein. Einfach mal das Mumpitz wäre. Von daher kann ich nur sagen, ich kann das Zeug nicht mehr gucken und genieße das. Deswegen alle eure Episodenbesprechungen von der dritten Staffel an. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin grüßt euch Steve. Ihr könnt den Kommentar auf YouTube dann mal im Ganzen lesen. Ja, was soll man sagen? Es ist, da musste mal was raus. Ne? Da musste mal wirklich was raus. Ich glaube, bei vielen Fans muss was raus. Ich sag dir, lieber Steve, du hast vielleicht ab dem 22. Januar ein paar bisschen bessere Gelegenheiten, wieder positiver auf das neue Star Trek eingestimmt zu sein, weil ab dem 22. Januar gibt es nämlich endlich Lower Decks in Deutschland auf Amazon Prime, wird es dann gestartet. Ja, und wer dazu unsere Episodenbesprechungen hören will, der Michael hat ja mit dem Jan da schon mal ein bisschen reingelinst und hat das mal besprochen. Und ich muss sogar sagen, sogar von mir kam Verhalten gutes Feedback und gegen Ende war ich sogar durchaus zufrieden. Zu unserem Podcast oder zur Serie? Na, über den Podcast, da reden wir noch ein andermal drüber. Ne? Nein, alles gut, das habt ihr natürlich auch schön gemacht. Ich war auch froh, dass ihr euch dann irgendwann so ab der dritten Folge von mir dann auch ein bisschen emanzipiert hattet. Also von daher, alles gut. Ich bin ja auf Twitter letztens wieder einen kleinen Shitstorm entgegengelaufen. Eigentlich wollte ich nur nett sein.
indem ich einer Twitter-Userin unter ein Essensbild, das sie gepostet hatten, sie nannte es dann irgendwie Black Dinner with Mushrooms, Engage oder irgendwie sowas hat sie geschrieben. Und dann dachte ich mir, dieser Tweet hat mehr Witz und mehr Logik als alle Folgen einer ehemals guten Sci-Fi-Serie und bitte bewirb dich doch mal für den Writers Room. Ist leider in den völlig falschen Hals gekommen. Es war eigentlich als Kompliment gemeint, aber ich sollte mich dann verpissen mit meiner Negativität. Und es ging, ich habe irgendwann aufgehört zu lesen. Es waren dann, glaube ich, so 10 Tweets und dann kamen noch ein paar Leute zu Hilfe oder so. Naja. Okay. Sagen wir mal so, wir sagen es ja immer wieder, es ist ja nicht alles schlecht. Und wir sind ja durchaus auf einem besseren Niveau als bei der zweiten oder ersten Staffel. Und ja, also auch abgesehen jetzt von dem, was Steve in seinem Kommentar geschrieben hat, kann ich mir durchaus schon vorstellen, wir kriegen ja von, sei es bei unseren Nerdizisten, die Hipster-Fangirls, die haben ja auch schon eine ganz, ganz andere Meinung über Discovery und Michael Burnham und wer da so dargestellt wird. Wir sprechen meist einerseits natürlich unsere subjektive Meinung, aber andererseits sprechen wir immer mal wieder übers Objektive und objektiv muss man bei an vielen Sachen einfach darum merken. Subjektiv gibt es natürlich auch viele Fans von Discovery, wenn die, sagen wir mal so, die Discovery nicht so mögen, das vielleicht auch nicht so wahrhaben möchten. Du, man darf absolut Discovery mögen. Ja. Ich will das hier niemand madig machen. Nur ganz ehrlich, nach diesen zwei Folgen, wer da behauptet, das wäre eine gute Show, dem muss ich leider jegliches Verständnis für Storytelling und so weiter irgendwie absprechen. Und nein, ich muss kein Drehbuchautor sein, um zu erkennen, dass was nicht funktioniert. Ich wiederhole mich, ich sag's nochmal, ich muss kein Koch sein, um zu erkennen, dass ein Essen versalzen ist. Ja? Also von daher. Gut, ich hab gesagt, ich mach's kurz. Jo. Habe ich Zeit, aufs Klo zu gehen? Ich würde es heute mal nicht riskieren, ja. Ich würde es heute mal nicht riskieren. Freunde, wir haben noch 3 Folgen, dann haben wir es bald geschafft. Und ich meine, 2020 ist ja schon anstrengend genug. Also, es hilft ja nichts. Legen wir los. Terra Firma Teil 1 und 2, der Einfachheit halber, packe ich das heute mal zusammen. Die Philippa ist krank und weil Mass Effect Doktor auch nicht mehr weiter weiß, sucht er Hilfe bei David, ja, ich trage eine Brille, Cronenberg. Dieser entpuppt sich als ausgewiesener Experte zum Thema Zeitreisen und hat postwendend auch die Lösung parat. Da der Mensch Zeitreisen nur bedingt verträgt und Imperator auch noch zusätzlich in einer anderen Dimension abhängt, ist Heilung in dieser Zeit nicht zu finden. Der Imperator muss also zurück in seine Zeit und am besten noch in sein Spiegeluniversum. Doch wie soll man das anstellen, war das Spiegeluniversum doch lange nicht mehr gesehen. Außerdem verbietet die interdimensionale Verschiebungsbeschränkung des temporalen Zeit- und Dimensionsabkommens jegliche Reisen. Und an Verbote, was Zeitreisen angeht, hat sich die Sternenflotte ja immer gehalten. I'm looking at you, Jim. Moment, da fällt mir ein, wenn Zeitreisen krank machen, wie kann es das sein, dass Mutter Beimer Burnham laut eigener Aussage mehr als 800 Mal durch die Zeit gereist ist und immer noch so fit ist? Ich meine, die hat sogar einen Einschlag auf einem Planeten ohne Red Angel Suit überlebt. Ich meine, vielleicht sollte man sie mal fragen, warum sie noch so fit ist und ob sie vielleicht da was zu sagen hat, aber egal. Zum Glück hat man die Sphärendaten, denn die wissen Rat. Auf einem Planeten namens Dennis 5 könnte die Lösung verborgen sein. Doch die Smaragdkette, ich komm nicht über diesen Namen hinweg, macht Ärger und die Disco ist eigentlich auf gelbem Alarm. Für 30 Sekunden diskutiert man dann die Frage, ob das Wohl vieler doch nicht vielleicht über dem Wohl eines Einzelnen steht, verwirft den Gedanken aber ganz fix wieder und holt sich von Admiral Vance das Go zur Mission. Aber nur, wenn Ed Michaela versichert, nicht zu weinen, zu zögern, wenn Georgiou dann wirklich gehen muss. Der Imperator hat überhaupt gar keinen Bock auf eine Impfung und geht nur widerwillig auf diese möglicherweise letzte Mission. Zum Abschied sagen Saru und Tilly leise Servus.
Im Maschinenraum findet Adara mit Stamets weitere Hinweise über den Notruf aus dem Nebel. Dieser 100 Jahre alte verschlüsselte Notruf, also warum verschlüsselt eigentlich jemand seinen Notruf? Okay, stammt von einer Kelpianerin, deren Schiff beim Versuch, den Nebel zu erkunden, in Not geraten ist. Die Mission des Schiffs war die Erforschung eines Dilithiumfeldes. Und jetzt wird es natürlich für Saru persönlich. Auf Dennis 5 angekommen, trifft man nach einem kurzen Fußmarsch. Warum beamen die sich eigentlich immer weg davon, wo sie, warum, früher bei Kirk haben die sich noch direkt dahin gebeamt, wo sie hin wollten. Auch bei TNG noch. Wann fing das denn an, dass man sich kilometerweit irgendwo nebendran gebeamt hat? Naja, also da trifft man dann schließlich auf Karl. Eine Mischung aus Dr. Who, Q und dem Märzhasen aus Alice im Wunderland. Karl deutet an, dass die Heilung hinter der Tür ist. Tür? Was für eine Tür? Ach so, die, die da einfach in der Landschaft rumsteht. Also, wenn ihr ein bisschen Bock auf Inner Light meets Tapestry habt, aber das Ganze nur in Böse, dann geht's los. Also, vorher bekommt aber Imperator Georgiou noch ein Armband von Michael geschenkt, welches ihr anzeigen soll, wie lange sie noch zu leben hat. Klingt ziemlich cool, könnte ein super Plot-Device sein, kommt aber in der Rest der Folge und auch in der anderen überhaupt nicht mehr vor. So. Egal. Imp ist also zurück im Spiegeluniversum an Bord der ISS Disco, kurz vor der Einweihung ihres neuen Flaggschiffs und damit auch kurz vor dem geplanten Coup durch Lorca und Burnham. Ja, und dann passiert, was halt im Spiegeluniversum immer passiert. Sie futtern Kelpianer, intrigieren gegeneinander und bringen sich am Ende alle um. Dumm nur, dass durch die neue Michaela, die geläuterte Imperatorin, irgendwie nicht mehr so ganz ins Spiegeluniversum passen will. Und das bringt den ganzen Mummenschanz dann doch gehörig durcheinander. Naja, also irgendwie, ich kürzt das jetzt echt mal ab. Die Imperatorin sucht noch das Gute in ihrer Tochter Michael, kauft ihr sogar ein paar Glühbirbchen, bricht ihren Wellen und siehe da, es klappt. Michael begeht im Auftrag vom Imperator ein paar Auftragsmorde. Der Imperator fühlt dann noch das Bienchen-und-Blümchen-Gespräch mit Spiegeluniversum Saru und alles könnte gut werden, aber nein. Michael ist natürlich nicht geläutert und man gibt sich am Ende kräftig auf die Mütze. Georgiou tötet mal wieder. Michael, böse Zungen behaupten, an dieser Stelle würden wiederholt Zuschauer in Freudenschreier ausbrechen. Und auch der Imperator scheint das Zeitliche zu segnen, schließt die Augen und erwacht wieder auf Dennis 5. Und ganz wie in Inner Light sind auch hier nur ein paar Minuten vergangen. Und wir erfahren, wer Karl wirklich ist. Es ist der Hüter der Ewigkeit. Cut! B-Story, mit Hilfe von Book, einem Handbook und etwas Smaragdkettentechnologie verschafft man sich Zutritt zu den Systemen des besagten Kelpianerschiffs. Pluspunkte für Book, der will ja schließlich jetzt zur Crew gehören. Also vor 10 Folgen hat er sich noch über Starfleet lustig gemacht und dachte, das Ganze gibt's gar nicht. Aber hey, wenn man auf der Abschlussliste der Smaragdkette steht, dann ist Starfleet auf einmal doch ganz schön sexy. Und warum eigentlich der ganze Aufwand? Man könnte doch da hinspringen, aber egal. Naja. Ach, und im Maschinenraum darf man nicht essen. Cut. Hüter der Ewigkeit. Also nicht irgendein Hüter, sondern der Hüter. Genau der Hüter aus der TOS-Folge City on the Edge of Forever. Haben sie die also auch noch verwurstet. Alles entpuppt sich, welche Überraschung, als Test für Georgiou, um zu checken, ob sie auch wirklich bereit ist, sich zu ändern. Und ja, das kann sie, ab mit ihr in den Zeittunnel und dann sehen wir dich wieder in der Sektion 31-Serie. Vorher dankt natürlich Philippa noch et Michaela für die Hilfe bei ihrer Wandlung. Michaela heult, live long and prosper und weg ist er, der letzte halbwegs unterhaltsame Charakter der Show. Dann überlegt man sich an Bord der Disco noch eine kleine Cover-Up-Story, macht eine Trauerfeier, et Michaela tut, was sie am besten kann, heulen und gedenkt einer ihrer vielen Mütter. The End. Ich hab's kurz gemacht. Ich hab gesagt, ich mach's kurz. Jo. Also ernsthaft, dafür hat man jetzt 2 Folgen gebraucht. Wer wirft denn 4 Folgen vor Schluss oder 3 Folgen oder 4 Folgen vor Schluss die Handbremse einfach rein? Meine ganz persönliche Theorie ist, die mussten Budget sparen und haben dafür quasi 2 Bottle-Episoden gemacht, die dann gleichzeitig auch ein Backdoor-Pilot war für die Sektion 31-Serie. Aber ja,
irgendwie muss man ja Giorgio jetzt in die andere Zeit zurückbekommen. Es muss scheinbar in der alten Zeit sein. Dafür hat man einen Grund gefunden. Irgendwie muss man auch mal wieder ins Spiegeluniversum zurückkommen, obwohl es hier absolut keinen Sinn macht. Und irgendwie muss man ja trotzdem, dass wir jetzt irgendwie 1000 Jahre weiter sind oder 900 Jahre weiter sind, trotzdem noch alte TOS-Verweise mit reinschmeißen. Weil es ja dann doch irgendwie dann weiterhin vor Picard und Kirk spielt. Ja, also vielleicht fragen wir uns erstmal, was macht denn so eine Spiegeluniversums-Episode sonst so aus? Der Spaßige an denen ist ja bisher gewesen, jedenfalls in den anderen Serien, dass nachdem wir unsere Hauptdarsteller ein paar Jahre kennengelernt haben, wir, sagen wir mal, eine Spaß-Episode haben, wo das alles auf den Kopf gestellt wird. Man sieht jegliche der Charaktere, die wir kennen und lieben gelernt haben, wie sie auch mal böse sein können. Oder die Bösen, wie sie auch mal gut sein können. Und kriegt dadurch eine kleine Fun-Episode, vielleicht sogar auch einen Zweiteiler, der ein What-If mit drin hätte, aber dann doch irgendwie Spaß macht. Und manchmal, wie in DS9, hat man dann auch noch eine Verbindung hinein sogar. Und wenn die Charaktere interessant genug sind, kommen die sogar aus dem Spiegeluniversum wieder. Was hatten wir hier jetzt für eine Begründung? Wir brauchten eine tiefere Betrachtung von Giorgio und ihrem Wandel, der sich jetzt in zwei Episoden vollziehen sollte, obwohl sie diesen Wandel ja auch jetzt in den letzten 30 Episoden hätte langsam vollziehen können. Aber nee, am Ende ist sie plötzlich wie hundertprozentig umgedreht, was sie vorher nicht war. Und damit sind wir auch wieder bei einem Problem, was Disco auch schon vorher hatte. Wir beschäftigen uns plötzlich mit einem Nebencharakter und wenn wir uns näher mit dem beschäftigt haben, haut der plötzlich. Sayonara, genau. Tschüss. Hat man jetzt dreimal in dieser Staffel. Ja. Dreimal möchte Disco sich nicht näher mit seinen Nebencharakteren beschäftigen, sondern sie einfach nur verabschieden, damit man schnell neue reinführen kann und sich weiterhin auf eigentlich nur Michael konzentrieren kann. Ja, da macht's Game of Thrones ein bisschen besser. Die können halt im Zweifel in einer Episode halt den halben Cast halt killen. Aber ich meine, du hast vollkommen recht. Ein Zweiteiler, eine Episode, ja, wieso nicht? Von mir aus. Ja. Ich meine, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt auch für eine Spiegel-Universums-Episode gewesen, weil wir sind jetzt 3 Jahre in dieser Serie drin. Wir kennen ein paar Leute, wir kennen die besser als in der ersten Staffel, wo wir das erste Mal präsentiert bekommen haben, wo es eigentlich keinen Sinn gemacht hat, das Spiegeluniversum zu zeigen. Dementsprechend hätte man Spaß reinbauen können und vielleicht am Ende trotz des Spaßes dann doch den Wandel sehen, den Giorgio durchlebt hat. Und stattdessen macht man 2 Episoden, die sehr, sehr düster sind und eine 180-Grad-Kehrtwende mit beinhalten. Ja, die Spiegel-Episoden waren halt immer so ein bisschen fun, ja. Also klar, bei Deep Space Nine gab es auch mal so 2, 3, die ein bisschen düsterer waren, als sie dann vom Spiegel-Universum rüberkommen und dann irgendwie, wen entführen die da? Ich glaube irgendwie Chief O'Brien oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und natürlich gab es auch mal die Sache, dass dann dass Sisko sich dann in das Pendant seiner Frau dann dort verliebt und so. Ja, okay, das ist natürlich immer ein bisschen schwer, aber es war trotzdem immer eine Leichtigkeit, ja. Und das war halt mal so ein Auflösen das muss man dann auch sagen, in der 24-Folgen-Staffel. Ja. Alle hat dann mal einmal sowas reinbringen. Diesmal zeigen. Aber hier auch wieder in diesen 2 Episoden, ich meine, wen lernen wir hier kennen? Wir auch wieder nur Giorgio und Anti-Michael. Ja, letztendlich, wir kriegen ja noch nichts mal von Killy und dem Rest mit. Die dürfen ja noch nicht mal sich zeigen, was sie jetzt machen. Ja, und dazu passt dann halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, die innere Logik von dem Ding nicht. Ja? Also zum Beispiel, woher weiß die Imperatorin, dass Stamets sie umbringen will? Also in der ersten Timeline, also im Original sozusagen, da lebt der nämlich noch, weil da ist das Flaggschiff schon in Betrieb, die Philippa ist auf dem Flaggschiff und da ist der auf dem Flaggschiff. Da wird er zwar auch gekillt, weil der Stamets halt sowas wie der Kenny des Spiegeluniversums ist, okay, aber der wird da von Lorca gekillt und der arbeitet ja gerade nicht für den Lorca, also, hä? Das ist... Aber war,
War das nicht mit Stamets sowieso schon, dass er die betrogen hat und dementsprechend als klein gehaltener Sklave da betrieben schon wurde? Ja, aber weiß ich nicht mehr genau, aber er lebte auf jeden Fall noch und der Lorca hat ihn umgebracht. Apropos Lorca, ja, dann wird... Name Drop und sonst nix. Ja, hatten sie halt, ist halt eine Bottle-Episode gewesen, hat kein Budget für Jason Isaacs mehr. Ja, stattdessen sieht man da seinen Helfershelfer, den du vorher nicht kanntest, den du jetzt nicht mehr kennst. So, hä? Wer, was? Und dann gibt's auf einmal ein Gesetz, dass Verräter gleich zu töten sind, sonst ist man schwach. Aber in der ersten Staffel wurde doch der Lorca irgendwie monatelang in diese Agoniekammer gestellt und keiner hätte gesagt, dass die Imperatorin schwach ist, ja. Also, sie halten sich nicht mal ihren eigenen ganzen Kram. Und was dann auch irgendwie nicht passt, ist, dann war ja alles nur in ihrem Kopf. Zumindest irgendwie. Weil sie ist ja nicht durch... Weil sie hat ja die Aufnahmen in ihrem Timer drin. Ja, genau. Und es gibt eine Timeline, weil der Guardian sagt ja, naja, und der Saru lebt ja jetzt und wird ja noch viele weitere retten. Also hat sie ja praktisch eine neue Zeitlinie kreiert. Ist sie jetzt dann da weg oder ist sie... Oh Gott, it makes no sense. Und das Ganze auf zwei Folgen aufgedröhnt. Auf dem Planeten Dennis 5 kommt Kevin aus der Kiste. Ja, da steht die große Drehbuchkiste. Ja, und da hüpfen sie alle rein. Also sie haben nicht mal ihre eigene interne Logik im Griff. Und ja, gut, ja. Okay. Worüber möchtest du jetzt zuerst reden? Möchtest du über den Guardian reden? Möchtest du über die Imperatorin und ihre Läuterung reden? Möchtest du über diese verschwurbelte Zeitlinie reden, dass wir jetzt auch offiziell in der Kelvin-Timeline angekommen sind, beziehungsweise dass die jetzt auch offiziell so genannt wird und existiert? Worüber müsstest du reden? Es gibt so viel zu reden. Lass uns doch mal über den Elefanten im Raum Giorgio sprechen. Ja. Also eins muss ich dieser Episode lassen. Michelle Yeoh, die kann verdammt gut schauspielern und die hat alles aus dem rausgeholt, was ihr gegeben wurde. Auch wenn es absolut keinen Sinn gemacht hat, war das eine top schauspielerische Leistung, die sie da am Ende abgeliefert hat. Gerade diese Szene, wo sie Michael verabschiedet hat und so der ganze innere Konflikt von ihr, das fand ich schon... Man mag vieles kritisieren, aber das möchte ich an dieser Episode nicht kritisieren, weil das war für mich top. Und das macht mir dann auch irgendwie Lust auf die Sektion 31-Serie, wo sie vielleicht auch mal mehr zu tun hat, als nur clevere Sprüche rumzuwerfen. Deshalb, von ihrer Story her, hätte es noch besser funktionieren können, wenn sie am Ende sich nicht komplett gewandelt hätte. Wir haben ja wirklich am Anfang, sie hat ja in dieser Staffel, war sie ja auch immer, kam sie zwischendurch als Retterin rein und man hat ja auch so ein bisschen die Schwäche von ihr gesehen, die da mit reinkommt, aber diese softere Seite, auf die sie sich jetzt komplett am Ende eingelassen hat, die hat man ja noch an keiner Stelle gesehen und da hätte ich dann doch gerne mehr Entwicklung drin gehabt. Ja, ich meine, es ist schon ziemlich gewagt, ne? Also, wo ich am meisten drüber gestolpert bin, ist dann so am Ende, dass die Crew dann so trauert. Da denke ich mir so, wer mochte die denn? Okay, genau. Sie stehen in ihrer Schuld, weil sie Control umgebracht hat. Okay, andererseits stehen sie auch nicht in ihrer Schuld, weil sie hätte ja auch sagen können, hey, Control ist tot, wir müssen nicht mehr in die Zukunft fliegen. Aber hat sie ja nicht gemacht. Also hängen jetzt alle im 32. Jahrhundert rum oder im 31. Und sind eigentlich ziemlich traurig. Und Zeitreisen machen ja auch krank, ne? Haben wir ja gerade gelernt. Und also warum sind die auf einmal alle traurig? Wer mochte die denn außer Michael? Und diese Nummer Mutter-Tochter Michael, das habe ich halt nie gekauft. Also warum sollte die Michael diese Frau, die einfach nur so aussieht wie ihre Philippa, die auch halt auch nur ihr Captain war, ja? Oh, Captain, mein Captain. Also warum die überhaupt so bonden? Das ist übrigens jetzt, glaube ich, Mutter Nummer 4, oder? Also ihr vulkanische Mutter, ihre echte Mutter, drei. Okay, drei Mütter hat Michael. Nee, Moment. Die vulkanische, die echte, ja? die Giorgio Nummer 1. Ja, und Giorgio Nummer 2, also vier. Vier Mütter. Ja. Vier Mütter.
Das kommt das normalerweise, sowas kommt normalerweise nur in sozial schwachen Familien vor. Ich habe das aber auch nicht ganz abgekauft, immer diesen Wandel. Es war so ein, einerseits, als ob die Schreiber das hervorrufen wollten und sich trotzdem klar waren, dass das ja eigentlich nicht so funktionieren kann, weil Georgiou immer noch eine Massenmörderin und eine Tyrannin gewesen ist, jedenfalls ja. Die Mirror Universe Georgiou. Die hat jetzt auch nicht diesen riesen Redemption Arc gehabt, dass sie jetzt das verdient hätte, was sie am Ende bekommen hat. Absolut. Ja, und das kann ja alles noch kommen, meinetwegen in der Sektion 31 Serie. Aber sie hat ja einen herzzerfließenderen Abschied bekommen als alle anderen, die in dieser Staffel gegangen sind. Und die waren länger Teil der Crew als sie. Ja, und wie gesagt, man schickt man jemand mit dem Wissen um die Zukunft 900 Jahre zurück. Das kann keine gute Idee sein. Ne? Also das ist schon sehr, 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 sehr viel Goodwill. Ja, ja. Also ich, wie gesagt, und selbst dann, du erfährst halt im Spiegeluniversum halt auch nichts Neues. Alle bringen sich halt gegenseitig um und intrigieren gegeneinander. Okay, been there, done that, done to ja. death. Ja, haben wir jetzt wirklich schon so oft durchexerziert. Wir haben noch ein bisschen den zweiten Saru mehr kennengelernt. Das war okay. Ein wenig mehr. Aber das war es auch. Ansonsten haben alle anderen nichts zu tun gehabt, außer umzufallen. Ja. Der Chat fragt gerade, ob wir gemerkt haben, dass die ISS-Disco auch ohne Pilsdrive in weniger als 10 Sekunden zu Riser fliegen kann. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Weil normalerweise sieht man nämlich, oder man sieht ganz selten Starfleet-Schiffe im Subraum. Also das sah ja eigentlich eher aus wie so ein Star-Wars-Ding. Ne? Da siehst du es ja öfters Schiffe. Das siehst du eigentlich normalerweise gar. Das hat mich auch irgendwie irritiert. So, plötzlich waren sie bei Riser. Und das bringt mich eigentlich zu einem Punkt, den ich auch im Review angesprochen habe, den ich auch nicht verstanden habe. Warum das ganze Geschiss, vielleicht kann das der Chat ja mal erklären, warum das ganze Geschiss um diesen verschlüsselten Notruf von diesem Kelpianer-Schiff. Ich meine, die sind doch sowieso freigestellt vom Admiral. Dann können sie doch auch dahin springen. Also das macht halt einfach gar keinen Sinn, ja. Naja, die mussten irgendwie eine B-Story noch mit reinbringen. Ja, aber dann hätte doch die Disco halt auch vorm. Dann hätte man 2 Folgen draus gemacht. So sieht's aus hier. 2 Folgen draus gemacht. Ja. Ist dir aufgefallen, hast du dir das Intro eigentlich angeschaut oder hast du es geskippt? Nee, ich hab's mir angeschaut. Ja. War ja auch ein Intro. Ich meine, am Anfang dachte ich mir so, ach cool, die haben ja jetzt für die Mirror Universe Folge ein anderes Intro. Und dann war es halt einfach alles nur dunkel und verkehrt rum und auf diesen Robotern haben sie nicht mal das Lovely-Logo ausgetauscht. Erinnerst du dich noch an das Intro von der Enterprise-Folge, der Mirror-Folge von Enterprise? Kannst du dich daran noch erinnern? Also das haben die da anders gemacht. Ja, da haben sie halt, du siehst ja bei Enterprise, siehst du ja immer so die Entwicklung der Menschheit, ne? Von einem Schiff zum anderen. Und dann haben sie halt in der Mirror-Universe-Folge von Enterprise, haben sie halt im Prinzip die Eroberung der Menschheit des Weltraums gemacht, wo sie halt alles platt machen und so. Das war schön, das war gut, ja. War da nicht auch die Szene wo, mit Zefn Cochrane, als sie dann ja, die Vulkanen genau, damit, das ist das Cold haben. Open, genau. Ja. Das ist das Cold Open, wo Zefn Cochrane die Vulkanier über den Haufen schießt. Genau, das, ja, die haben sich sogar noch Mühe gegeben, die Szene danach zu bauen und James Cromwell zu besorgen für 10 Sekunden, ja. Wunderbar, wunderbar, ja. Und heute ist es so, dass du da Menschen hast, die nicht mehr in der Lage sind, den richtigen Combadge auf eine Uniform zu pappen, sodass es in Post noch gefixt werden musste, ja. Ja, nun gut. Sagen wir mal so, also wie gesagt, Bottle-Episode. Worüber können wir noch, was hast du eben noch gesagt? Naja, also wir könnten ja mal die Zeit einordnen, denn es wurde jetzt ja offiziell über die Kelvin-Timeline gesprochen. Ne? Der David Cronenberg hat ja gesagt, Kelvin-Timeline. Also ich habe mir das jetzt nochmal genau angeguckt und nochmal genau angehört und habe nochmal Daten nachgeguckt. So, also, möchtest du es wissen? Ja, vorher der Hinweis, wir haben eigentlich schon inoffiziell vorher bestätigt bekommen durch das
Verschwinden von Spock. Jetzt höre ich dich leider nicht mehr. Wir haben doch auf der Episode, bei der Episode, die auf Vulkan, ich vergesse jetzt den alternativen Namen, Nivar, genau. Wurde doch auch vom Verschwinden von Spock geredet. Also da war es doch eigentlich schon inoffiziell bestätigt. Ja, aber jetzt ist es halt ausgesprochen. Das ist ja noch mal was anderes. Ne? Du weißt ja, diese Show, die tellt ja lieber, als dass sie showt. Ne? Deswegen ist es hier jetzt halt auch so. Also der Kovic, oder wie er heißt, sagt dann, ne, es gibt diesen Commander Yor, der reiste im Jahr 2379. Das ist 9 Jahre nach der TV-TNG-Geschichte. Die ging von 64 bis 2370. Deswegen passt die Uniform jetzt nicht und er hat auch keine Rankpins dran und der Kragen ist falsch, aber sei es drum, das kann man sich, irgendjemand wird sich dann schon wieder zurechtbiegen, ja, da frage ich mich immer, warum übernehmen die Fans eigentlich die Arbeit des Writers Rooms und biegen sich den Schmarrn da zurecht, aber egal. Also der ist, und jetzt musst du mir helfen, der ist also schon aus der Kelvin-Zeitlinie gewesen. Und der ist also im Jahr 2379 in die Primeline gesprungen und kam nicht mehr zurück und ist deswegen dran, oder hat man ihn halt dann eingeschläfert. Habe ich das richtig verstanden? Nee, er hat schon Symptome gezeigt und deshalb ist er draufgegangen, irgendwie so. Mhm. Aber er hat Zeitreisen und Dimensionsreisen gleichzeitig gemacht. Ja. Und deshalb, das hat er nicht ganz verkraftet. Und nee, mehr habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, gut, dann war es auch nicht mehr. Also es wurde dann einfach nur. Ich bin am Anfang drüber gestolpert, deswegen hatte ich dir erst geschrieben, weil ich hatte das nicht ganz, ich musste es nochmal angucken, um es zu verstehen. Ich hatte dir ja auf WhatsApp geschrieben, aha, dann brauche ich ja Discovery gar nicht mehr ernst nehmen, weil Discovery spielt ja jetzt in der Kelvin-Zeitlinie. Ich hatte es falsch verstanden. Ich hatte nicht gerafft, dass dieser Yor von der Kelvin-Zeitlinie in die Prime-Timeline gehüpft ist, sondern ich hatte gedacht, der erzählt jetzt halt von diesem Vorfall von Nero und der Narada im Jahr 2233. Und da dachte ich mir, na gut, wenn der Kovic also weiß, dass es diesen Vorfall gab, das kannst du ja nur wissen, wenn du in der Kelvin-Timeline lebst, weil sonst ist es ja gar nicht passiert. Und deswegen dachte ich erst, okay, dann sind die, aber das ist ja gar nicht so. Also Discovery ist keine Kelvin-Timeline. Tut uns leid, ihr müsst leider als Kanon nehmen. Genau, wäre ja auch sowieso nicht gegangen, weil wir, wie gesagt, nie Ware haben, was es ja in der Kelvin-Timeline nicht mehr gibt. Ja, genau. Also von daher, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Also Die Erklärung an sich, ja gut, haben wir ja vermutet, dass es genauso ist mit Zeit- und Parallelreisen, aber auch hier irgendwie wieder sehr unspektakulärer Reveal. Also es wurde dann einfach gesagt, es ist dann einfach so. Weil vorher hat man sich Gedanken gemacht, viel Mysterium, was ist denn so los? Und dann in einem Nebensatz wird es erklärt. Ja. Ist nicht Yor aus der Prime-Zukunft in die Kelvin-Timeline? Nee, also ich habe es extra nochmal angehört, der ist umgekehrt gehüpft. Deswegen ist er ja dann in der Prime, weil wenn er in die Kelvin-Timeline gesprungen wäre, dann hätten die ja nicht gewusst, dass sie den dann hätten einschläfern müssen oder er darum gebeten hätte. Also so oder so, aber wie du gerade eben gesagt hast, das wird dann halt so im Komma und ach so, ja, so war dann halt noch so irgendwas. Ja. Ja. Kann man so machen, muss man halt aber nicht so machen. Also ich bin jetzt sowieso davon also eigentlich ist sie doch sowieso, ich bin ein bisschen verwirrt gewesen, dass sich alle gesagt haben, oh, jetzt ist es offiziell. Weil im Prinzip ist es doch schon allein dadurch offiziell, dass Urspock in der Kelvin-Timeline aufgetreten ist. Ich keine Ahnung. Offensichtlich ja nicht. Ja, na, okay. Punkt. Offensichtlich ja nicht. Und wir haben ja auch den Countdown to Star Trek, den Comic, der ja auch in der Original-Timeline mitspielt. Und der soll ja auch Canon eigentlich sein. Eben, ja. Also von daher. Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben hier den Guardians oder den Guardian of Forever. Singular. Ja. Die nächste TOS-Episode nie dran glauben musste. Aber nur so am Rande.
da ist ja Gott sei Dank im Grunde genommen nichts passiert. Und um ehrlich zu sein, das fand ich sogar einen ganz netten Weg, das Ganze reinzubringen. Also wer nicht weiß, worum es geht und wer sich gewundert hat, wer ist das? Guardian, kenn ich nicht. Der Guardian oder der Hüter der Ewigkeit kommt aus einer TOS-Folge, eigentlich sogar bei Fans, man kann fast sagen, die TOS-Folge schlechthin, nämlich City on the Edge of Forever. Und wer die noch nicht gesehen hat, der sollte wirklich schleunigst auf Netflix, kann man sich alle alten Folgen angucken, ne, glaube ich, wenn der Netflix hat. Wenn du dir sonst nichts von TOS anguckst, guck dir wirklich City on the Edge of Forever an. Und da kommt also Kirk und Spock auf einen Planeten, wo besagter Guardian mit seinem Tor dann eben ist. Und sie reisen dann in die, wohin reisen sie? Ich glaube, sie reisen irgendwie zum Zeit des Zweiten Weltkrieges, in San Francisco des Zweiten Weltkrieges. Und dann geht es eben darum, ich krieg's gar nicht mal ganz zusammen, darum irgendwie den Atombombenabwurf zu verhindern oder irgendwie sowas. Ich will gar nicht mehr erzählen, denn wer die Folge noch nicht gesehen hat, ist eine wirklich der besten TOS-Folgen. Und wer sie gesehen hat, weiß, dass es eine der besten TOS-Folgen ist. Ja. Und TOS hat ja dadurch gelebt, dass sie einfach Planet of the Week immer mal wieder coole Konzepte reingebracht haben. Jetzt der Unterschied hier bei Discovery und warum mich das so ein bisschen stört, dass der mit reingenommen wurde, ist, da wurde jetzt einfach wieder irgendwer aus der Versenkung genommen, ohne eine große Vorankündigung zu haben. Wir haben ein serielles Storytelling mit ein paar Planet of the Week Geschichten mit drin. Und dann möchte ich es fast als Deus Ex Philippa bezeichnen. Kommt irgendwas, weil man sich nicht erklären kann, wie denn Philippa in die Vergangenheit zurückreist. Ein übermächtiges Wesen, ein Gott, und bringt, lehrt sie etwas und bringt sie in die Vergangenheit zurück. Also die Hand Gottes kommt, um dann entsprechend alles ungeschehen zu machen. Und das eher stört mich da dran. Die sind nicht kompetent genug, um einen eigenen Weg da rauszufinden. Nee, sie müssen die Hilfe von Gott quasi haben. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ist natürlich auch so ein, ich sag mal so, ich verzeih es Ihnen an der Stelle, weil es ein eingeführtes Ding ist. Also der kommt auch, wie hier der Chat gerade schreibt, in einer TAS-Folge, also Animated Series, kommt da auch nochmal vor. Und ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wir haben diese Art von Element, haben wir doch noch gar nicht in Discovery drin gehabt. Wenn es jetzt in einer Folge gewesen wäre, wo vielleicht irgendwer anders davon betroffen gewesen wäre. Und dann kommt es nochmal wieder. Gut, er ist auf dem Planeten gewesen und so, alles in Ordnung. Aber für mich ist es so ein bisschen, wie ich gerade schon gesagt habe, wir finden keine Lösung, um uns da rauszuschreiben. Also brauchen wir ein gottähnliches Wesen, das aber noch nie in dieser Form in der Serie bisher überhaupt mal angeteasert worden ist. Ja, ich gebe dir recht. Insofern, als dass es für mich auch ein bisschen, ja, out of place gewirkt hat. Also Discovery ist halt inzwischen so, ich sag mal in Anführungszeichen, realistisch, jetzt mal so viele, viele Anführungszeichen. Wir hatten es in unserer letzten Folge, dass sowas wie ein Q oder halt so ein Überwesen wie jetzt hier dieser Guardian irgendwie da nicht mehr reinpasst. Na, man kann ihn reinschreiben, natürlich, da muss man aber die ganze Tonalität der Serie so ein bisschen ändern. Ich meine, sie haben es versucht, etwas ins Optimistischere diese Staffel mit reinzubringen, aber trotzdem haben wir dieses Dark and Gritty Prinzip, auf was dieser Serie aufbaut. Und ich meine, das sieht man ja allein auch daran, wie dann das Tor dargestellt wurde, mit was für einer Effekthascherei das dann am Ende gezeigt wurde, wo ich dachte, kann es auch etwas übertreiben. Ja, aber das ist so ein bisschen, wie wenn ich jetzt halt so ein DCU-Batman mache und ich mache eine Folge mit dem Pinguin und dem Riddler und beide treten halt so in ihren Adam West-Kostümen auf. Ja? Ja, so ungefähr kommt dir das vor. Also so ein völlig überdrehter Jim Carrey-Riddler und irgendwie so ein George Romero oder John Romero heißt er, John Romero Joker aus den 60ern, die dann da in diesem bierernsten, todernsten DCU da rumhüpfen würden. So ähnlich kommt mir das halt auch so ein bisschen vor. Ja. In,
weil, wie ich es gut gefunden hätte, ich meine, der Karl-Typ, der war sympathisch. Mhm. Der war auch clever und aber er kam mir, wie gesagt, aus dem Nichts. Ich fand ihn charmant umgesetzt. Und ich finde solche übermächtigen Wesen, die die Fäden in der Hand haben, auch immer ganz cool. Deshalb mag ich auch gerne Q, der dann alles weiß und alles tut, aber trotzdem, dass man ihm trotzdem seine Unmenschlichkeit so ein bisschen vorwerfen kann, weil er nicht mehr in unseren Dimensionen denkt, finde ich super. Das mag ich auch. Aber wie gesagt, so ein bisschen Kai aus der Kiste, Kevin aus der Kiste auf Planet Dennis. Es ist mir ein zu großer Sprung gewesen, wie vieles in dieser Episode. Was hätte besser funktionieren können? Ja. Ja, der Punkt ist, wäre das einfach so eine Folge gewesen oder eine Doppelfolge ohne großen Story-Arc, ja, dann wäre es halt mal wieder eine Mirror-Universe-Folge gewesen. Was ja. mich halt so ärgert ist, ich gucke auf die Uhr und denke mir so, ey, Alter, wir haben noch 3 Folgen und wir sind, was den Burn angeht, im Grunde genommen überhaupt nicht weiter als vor 4 Wochen. Ja, das geht wirklich in so Mini-Bits and Pieces. Wie lange wollen die das denn noch machen? Und das Schlimme ist ja, das hat man jetzt heute wieder bei Lorca oder in dieser Folge wieder bei dem Lorca-Ding gesehen, wir haben es mit Spock unendlich durchexerziert. Ja, sie werden es wieder 1000-mal anteasern, dass in der nächsten Folge irgendein Reveal kommt und dann ist es halt doch nicht. Weil jetzt musst du mir vorstellen, die haben dieses Kelpianer-Schiff im Nebel, das wurde ja im Prinzip als Ursprung des Burns irgendwie identifiziert. Ich wette mit dir, das ist immer noch nicht der Ursprung des Burns, sondern es wird nochmal irgendwas anderes sein. Und dann wird es nochmal irgendwas anderes sein. Und am Ende ist dann der Admiral Vance doch wieder ein Batmiral, weil halt im Grunde genommen alle Admirals Batmirals sind. Ja? Und wenn sie es dann noch so richtig bescheuert spielen, dann ist jetzt die Sphären-KI das Pendant zu Control und die gute Föderation ist jetzt dann schlecht, weil das schlimme Geheimnis hinter dem Batmiral rauskommt. Irgendwie so ein Kappes. Der Opa vom Batmiral hat dann den Burn initiiert, weil er bei der Vergabe des Postens übergangen wurde und dann war der sauer und hat sich gesagt, wenn ich nicht Kalif anstelle des Kalifen sein kann, dann mache ich jetzt hier alle platt. Irgendwie sowas. Gut. Ich habe ja auch schon drüber gesprochen. Ich spreche immer wieder drüber, dass Discovery vielleicht so ein bisschen weiß, wie sie so eine. Ähnlich wie bei J.J. Abrams. Bauen sich eine Mystery Box, die berühmte Mystery Box auf, haben aber im Prinzip keine Lösung, die zufriedenstellend am Ende dabei geöffnet wird und rausgeholt wird. Und das ist. Das haben sie in den ersten 2 Staffeln gezeigt, dass sie kein Finale können. Und eigentlich war meine Hoffnung, dass sie es diesmal hinkriegen, aber wahrscheinlich wird es genauso laufen, wie du sagst, dass es verschwurbelt und zerwurbelt und dann noch timey-wimey da reinkommt. Ja. Oder es wird einfach nicht aufgelöst, weil wir sollen ja noch die 4. Staffel gucken. Ja. Ich meine, ich habe jetzt meine eigenen Kommentare aus den letzten Episoden nicht beachtet. Wo wir dann ja auch festgestellt haben, dass Discovery eigentlich emotionales und nicht logisches Storytelling ist. Dementsprechend waren auch diese 2 Episoden auch wieder ganz stark emotionales Storytelling, mit aber wenig Sinn dahinter. Aber ich hätte gerade beim Abschluss von Giorgio mehr Sinn dahinter haben wollen. Deshalb eigentlich dürfte ich mich nicht beschweren, weil ich es schon letztes Mal gesagt habe. Aber trotzdem ist es mir dann doch dieses Mal wieder doof aufgestoßen. Naja, aber der Punkt ist ja, die Emotionen funktionieren halt nicht. Das ist der Punkt. Ist im Grunde genommen fehlt eigentlich nur das Porn oder das Gegenstück zur Sitcom, wo die Lacher eingespielt werden, damit du weißt, wann du lachen musst. Ja, hier muss eigentlich nur noch irgendwie so eine die kleinste Violine der Welt eingespielt werden, ja, damit du weißt, wann du weinen sollst, weil ich weiß halt sonst nicht. Pack mal einen Love und einen Cry Track unter Discovery auf Discovery drauf, das wäre dann auch sicherlich sehr gut. Ja, echt irgendwie sowas, ja. Und das funktioniert halt einfach nicht und vor allem dann und das muss man halt auch echt sagen. Es ist halt inzwischen sehr unglücklich für Discovery oder dass Netflix das halt freitags ausstrahlt, wenn zeitgleich halt auch noch Mandalorian läuft, ja.
Da könnte die Fallhöhe halt nicht höher sein. Ich habe ja meine Reihenfolge am Freitag war ja sonst eigentlich immer so in dem Mandalorian, weil ich es gar nicht abwarten konnte. Dann World Beyond, um runterzukommen und dann noch mal Discovery, weil World Beyond einfach nochmal eine Nummer unter Discovery ist, ja, und dann war dann Discovery gar nicht so schlimm. Jetzt hat aber Amazon sich das auch überlegt und hat einfach World Beyond dann versendet und haben die letzten drei Folgen so auf einmal rausgehauen, so, komm schnell weg damit, dann ist es weg. Und habe ich halt am Freitag dann wirklich jetzt Mandalorian-Finale geguckt, über das wir übrigens morgen um 21 Uhr auch auf diesem Kanal reden, als Gast dabei übrigens Eos Andi. Und dann war halt die Fallhöhe halt nochmal so extrem hoch, ja, wirklich so extrem hoch. Und ich würde denen ja ehrlich gesagt sagen, nehmt einen anderen Sendetermin, veröffentlicht das nicht mehr freitags, es ist nicht so gut. Dann ist es ja völlig okay, dass sie das freitags rausbringen, wie wir es in unserer privaten Konversation auf WhatsApp festgestellt hatten. Discovery erzeugt ja nicht so einen Bass wie so ein Mandalorian. Wahrscheinlich auch zu Recht, aber wahrscheinlich auch, weil sie es einfach nicht das Marketingbudget dahinter haben wie so ein Disney Plus und auch nicht die Autoren dahinter wie bei so einem Mando. Und deshalb ist es ganz okay, wenn es Freitag rauskommt. Ich habe mir die letzten Folgen auch erst immer samstags oder sonntags angeschaut, weil als erstes möchte ich am Freitag immer dann den Mandalorian angucken. Discovery, ja, Pflichtprogramm, weil wir es ja dann Montag besprechen wollen. Aber es ist ja leider so, die Schere, während der Mando diese Staffel wupp nach oben gegangen ist, ist Discovery dann eher wupp. Nein, eher langsam und stetig nach unten gegangen. Hoffen wir mal, dass die letzten beiden Episoden noch mal besser werden. Was haben wir denn noch in diesen zwei Episoden, worüber wir sprechen können? Naja, ich bin zum Beispiel extrem enttäuscht, was sie mit meinem Liebling Adira machen. Nämlich nix. Ja. Ja. Haben wir keine Zeit dafür. Weil wir Unsinn erzählen müssen die ganze Zeit, haben wir keine Zeit dafür. Stattdessen wird halt so, ja, sie hat jetzt halt da irgendwie, kann den Grey da nicht mehr sehen. Und da würde ich, ganz ehrlich, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, weil das ist ein interessanter Charakter. Ich würde auch es so spielen, ich meine, sie hat doch einen Admiral in sich drin. Ja, ist mir vorhin so eingefallen. Du, warte mal ab, wenn in der nächsten Episode kriegen wir einen tiefen Einblick in die Seelenwelt von Adira und dann sagt sie tschüss. Du meinst also in dem Moment, wo im Prinzip Adira eine eigene Folge nur für sich kriegt, ist sie auch weg. Ja, die haben die Regel jetzt aufgestellt. Also von daher müssen sie dann, die sind ja in sich inkonsistent, von daher. Ja, aber du hast vollkommen recht. Wir haben jetzt auch wieder zwei Episoden, die sich, es ist schön, dass Giorgio hätten sie meinetwegen in einer Episode abhandeln können, aber trotzdem haben wir dann neben Giorgio ihre wichtige Person Anti-Michael mit drin gehabt. Und haben dann auch obwohl Anti-Michael ja auch sehr, sehr flach geblieben ist. Und trotzdem hatte die mehr Screentime als alle Nebencharaktere auch im Mirror Universe. Also ging es wieder nur um die beiden, was man verstehen kann. Aber vielleicht hätte man Giorgio einfach irgendwen anders noch zur Seite stellen sollen in dem Mirror Universe. Das wäre doch mal spannend gewesen, wie bei anderen Mirror Universe Folgen, dass so dieses Fish Out of Water Prinzip. Man schnappt sich irgendwie nebenbei, meinetwegen auch Adira dabei, die dann mit drüben ist und der dann die Welt so ein bisschen von Giorgio erklärt wird und die Giorgio vor allen Dingen retten muss vor allen anderen, um dann wieder zu beweisen, dass sie sich ja tatsächlich geändert hat. Ja, zum Beispiel. Oder man hätte auch mal irgendwie beide Michaels aufeinandertreffen lassen können. Oder. Also genau. es gibt ja viele lustige Dinge, mit denen man hätte machen können. Vor allen Dingen, bring irgendeinen unserer sympathischen Charaktere mit rein, die wir kennen. Und nicht nur den unsympathischen, der sympathisch werden soll. Mhm. Da hat man dann auch nämlich wieder ein paar emotionale Hürden mit drin. Ein paar Stakes, die den Spannungsbogen erhöhen und nichts uns fragen lassen, ja gut, die haut ja eh zur Sektion 31 ab, also wissen wir quasi, was mit ihr passiert. Die kann ja jetzt nicht sterben. Das kommt halt auch noch dazu, ne? Dass man halt eben klar war, also, es ist halt schon einfach angekündigt, dass jetzt halt nicht so wie bei Mandalorian, wo der große Knall am Ende kam und heute nochmal der zweite obendrauf. Mehr dazu übrigens morgen um 21 Uhr live auf diesem Kanal.
Ich lese hier gerade aber im Chat, der Track, den der Ruhrpott schreibt, was ich aber trotzdem bei Discovery interessant finde, gerade in meinem Bekanntenkreis, ist, dass die Leute es schauen, was mich persönlich freut, aber ich immer doch in die, aber doch immer in die Erklärposition bringt. Liebes Track, den der Ruhrpott schreibt doch mal, wie Nicht-Trekkies diese Serie aufnehmen. Gucken die das so weg? Wird das alles kommentarlos hingenommen? Ist das im Prinzip nur so in unserer Welt so, dass wir das gucken und über den Kopf schütteln? Das würde mich mal an der Stelle wirklich mal interessieren. Also ich habe auch durchaus Leute, die Discovery gucken. Allerdings, ich sag mal so, aus mittlerer Tracker-Position raus, eher so jetzt auch keine Uniform, keine Convention und so weiter, aber schon jede Serie geguckt. Und die sind eigentlich durch die Bank weg verstört. Also da ist eigentlich wirklich niemand dabei, der irgendwie sagt, das wäre eine gute Show. Ja, aber ich sag dir, die werden, das ist ja nicht umsonst das Zugpferd von CBS All Access beziehungsweise Paramount Plus. Und nicht umsonst ist Star Trek Discovery in den ersten zwei Tagen nach jeder Episode weiterhin in den Top 10 von Netflix drin. Schau dir die Top 10 von Netflix in Deutschland an. Ja, pass mal auf, mein Freund. Jetzt, du kommst mit Zahlen, ich komme jetzt mit Zahlen. Ich wische jetzt mal, ohne Scheiß. Ja? Ja. Jetzt wischen wir mal den Boden auf. 9,9 bei Stand Freitagabend. Ja? 21.679 Reviews für Mandalorian. 21.000 am Freitagabend bei 9,9. Discovery, Freitagabend, 6,6, 650. Kann verstehst ich dir auch du? Genau sagen, warum? Nee, 650 zu 20.000 an einem Abend, das kannst du nicht mehr mit, es gucken weniger Leute CBS All Access oder sonst irgendwas erklären. Vielleicht gucken, also. Sogar die Expanse hat mehr. Expanse hat 9,2 bei 800. Expanse und Star Wars, weil es erstens gut ist und zweitens die Leute sich da reinhängen. Und Mando auch auf Twitter weltweit, oder zumindest hier in Deutschland, auf den ersten zwei Plätzen am Freitag gerankt hat. Mit Trending-Hashtags. Mhm. Was Discovery noch nie geschafft hat. Picard mal hat kurz. Discovery noch nie geschafft. Erstens, weil sich die normalen Trekkies entweder nicht mehr dafür interessieren oder das nur wegschauen. Zweitens, weil andere sich das dann einfach nur runtergucken und gar kein Interesse daran haben, so viel Engagement da reinzupacken, weil die Serie ist jetzt nicht hochwertig, aber trotzdem für viele unterhaltsam, die sie dann einfach gucken. Es ist wie eine Soap. Ja, aber das kann doch nicht der Anspruch von Star Trek sein. Sorry, das kann doch nicht der Anspruch von Star Trek sein. Auf einem Niveau mit GZSZ zu sein und sogar das noch zu verkacken. Ja, aber sage ich ja auch nicht, dass dass das der Anspruch von Star Trek sein soll, so zu werden oder so zu sein. Wir müssen uns aber eingestehen, dass zumindest Discovery es gerade auf dem Niveau ist. Ja. Verstehst du, du brauchst es mir nicht sagen, dass ich brauche mir das nicht eingestehen. Ich sehe es ja. Ja, und, genau. Und deshalb, das Engagement ist, ich meine, da muss man sagen, Mandalorian ist der einzige Grund, warum heutzutage gerade alle Disney Plus so dermaßen abonniert haben. Das ist das Zugpferd von denen. Das geht so dermaßen ab. Und dementsprechend, Discovery ist vielleicht für CBS All Access, was hatte ich gesagt, die haben 17,9 Millionen Abonnenten in den USA. Und Disney weltweit und in den USA, weil es fast nur in den USA gibt. Und Disney Plus hat mittlerweile über 70 Millionen. Das ist doch auch schon. Ja, aber dafür läuft dann Discovery auf Netflix. Das hat dann auch jeder Depp. Also, es zieht für mich nicht. Verstehst du? Ja, aber verstehst du, du kannst doch nicht auf der einen Seite sagen, Platz 2 bei Netflix und auf der anderen Seite 600 Bewertungen. Das passt doch gar nicht. Das ist doch Bullshit. Verstehst du, wenn es wenigstens 10.000, 12.000 zu 20.000 wäre? Okay, aber 600 zu 20.000, das ist nix. Das ist de facto nicht existent. Das ist de facto nicht da. Nicht,
Weil die Serie es nicht wert ist, sie denen entsprechend... Ja, aber das ist doch bitter, da muss doch mal bei irgendjemandem, müssen doch da mal Synapsen zusammenfinden und ich meine, das ist ja nicht erst so, guck dir, du kannst dir bei IMDb das seit 3 Staffeln durchgucken, du kannst es dir bei Picard durchgucken, es ändert sich nichts. Ich meine, Disney hat nach Solo wenigstens den Schuss gehört, ja? Dann haben sie halt noch Episode 9 durchgezogen, weil halt, ja, war halt schon in Production, konnte man nichts mehr ändern. Und dann seitdem, oh, okay, sorry. Und siehe da, es geht doch. Und diese Aussage vom J.J. Abrams, ja, man wird ja nie alle zufriedenstellen können, hat sich halt gerade eben auch als Bullshit erwiesen. Und zwar als völliger Bullshit. Ja. Und das kannst du hier auch machen. Ich weiß nicht, was du mit deinem Aber trotzdem hast. Ganz ehrlich, ich verstehe dich da an der Stelle nicht. Guck doch mal heute versteh in nicht. Die Top 10 von Deutschland auf Netflix. Da ist von Discovery nichts zu sehen. Auf Platz 4. Star Trek Discovery immer noch auf Platz 4. Aber du musst ja auch gucken, was auf Netflix sonst geschaut wird. Netflix ist ja jetzt nicht unbedingt der Garant für gute Qualität. Die haben ein paar Highlights. Hey, nichts gegen Tiger King, ja? das ist noch wieder was anderes. Das ist der Wahnsinn und so auch gut gemacht. Aber Netflix haut einfach so viel dermaßen scheiß viel Content raus, der aber größtenteils, wenn wir mal alle ehrlich sind, eher nur mittelmäßig ist. Da ist ein, zwei kleine Highlights drin. Ansonsten machen die halt den Käsekuchen aus der Tiefkühltruhe, den man sich holt und ganz gerne mag, aber wo man jetzt nicht sagt, ja, das ist jetzt das nächste Breaking Bad so ungefähr. Aber alle haben es und alle gucken es in der Art. Deshalb sage ich, Discovery ist sowas, was für den Otto-Normal-Menschen, der vielleicht dann doch ein bisschen Sci-Fi haben will, kann das runtergucken. Aber das ist nicht derjenige, der direkt dann auf IMDb geht und das bewertet oder einen Tweet darüber schreibt. Und der Star-Wars-Fan macht es? Das ist da, Moment. Nee. Mandalorian ist aber wirklich ein ganz anderes Kaliber. Da sprechen alle drüber. Weil erstens Baby Yoda, zweitens will ich vielleicht jetzt nicht spoilern, was dann alles vorkommt. Spoilern wir morgen noch genug. Aber wir haben extrem große Namen da drin, die auch an die Filme andocken. Und das ist, also du vergleichst Äpfel mit Birnen, meiner Meinung nach, wenn du Mando und Discovery vergleichst. Deshalb können wir gar nicht diesen Vergleich aufstellen, weil es zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge sind, die auch, während wir bei einem eine faule Birne haben und anderen einen roten Apfel. Das finde ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn ein Franchise wie Star Trek inzwischen auf dem Niveau angekommen ist, dass es von einem Expanse, was kein Franchise ist, einfach nur ein Buch ist, sowas wie, bestenfalls wie Dune, sogar noch weniger bekannt als Dune, weil es vor der Serie kein Arsch kannte, ich kannte es auch nicht, das kann doch nicht der Anspruch eines 50-jährigen Franchises sein, mit x Filmen und x Serien und 500, keine Ahnung, hau mich tot Folgen im Fernsehen mit Characters, die Popkultur sind, ja. Das kann doch nicht der Anspruch sein. Da muss ich doch irgendwann die Reißleine ziehen. Da muss ich doch irgendwann die Notbremse reinhauen und sagen, Freunde, das geht so nicht. Wir können dann so nicht weitermachen. Wir verscheißen uns hier mit allem. Bitte? Nicht, solange es sich finanziell lohnt. Ja. Kennst du doch selber. Und ja, aber das ist halt dann eine absolute Milchmädchenrechnung. Ja. Ich meine, was erzählst du in deinen SEO-Workshops immer wieder, was da irgendjemand da 10 Millionen ausgibt für 300.000 für AdWords ungefähr. So ist es doch. Auch hier wieder. Ja, ich weiß, vielleicht habe ich einfach, wie habe ich das gesagt? Ach so, das muss ich gleich noch sagen. Sage ich jetzt gleich. Weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Heute haben wir den 21.12., schon klar, aber weißt du, was heute vor 6 Jahren war? Ach, echt? Heute vor 6 Jahren war das? Ja. Wow. Heute vor 6 Jahren. Ja, heute vor 6 Jahren, ich habe es völlig vergessen, ist mir gerade eingefallen, heute vor 6 Jahren ging unsere allererste Folge auf Sendung, die Trailer-Analyse zu Star Wars Force Awakens. Und was waren wir da noch begeistert? Hin und weg. Ich habe nochmal reingehört, auch wenn es von der Tonqualität her nicht mehr ganz so erträglich ist. Aber was waren wir da hin und weg? Heidanei, da haben wir ja echt noch gedacht, toll und Gänsehaut und bla. Und dann kamen wir aus dem Kino und es war dann doch eher so ein bisschen so ein Episode 1-Gefühl. Schau 3 Jahre zurück. Star Trek endlich mal wieder im TV 2017. Ja.
Camelot haben wir auch uns alle drüber gefreut. Da haben wir uns auch alle drüber gefreut, ja. Und ich glaube, genau, daher... Meine, das ist eine Durststrecke, die seit 10 Jahren gab es keine Serie so ungefähr. Mhm. Seit 10 Jahren gab es keinen neuen Film oder seit 15 Jahren so ungefähr. Und dann freut man sich. Ich meine, war ja bei Phantom Menace nicht... Guck dir jetzt im Rückblick alles an, wie es das Drama um Phantom Menace, wo alle sich riesig über Star Wars gefreut haben und dann kamen die Prequels dabei raus. Ja, der Punkt ist, dann bist du wieder bei dem, was der Steve vorhin in seinem Kommentar geschrieben hat, so die ewig gestrigen. Und wie gesagt, das ist jetzt halt mit sowas wie mit dem Mandalorian einfach, das Argument zieht nicht mehr. Weil wenn du die Essenz eines Franchises verstanden hast, die Essenz, ja, dann kannst du damit alles machen. Und die Essenz von Star Wars sind halt eben nicht unbedingt Jedis und Lichtschwerter. Ja? Ja, sondern es ist eben was anderes. Klar, wenn du einfach nur drauf guckst, oh, Jedis und Lichtschwerter und Stormtroopen, die aufs Maul kriegen, klar, dann machst du halt so eine Serie, okay, das gucken dann alle, aber die Essenz von Star Wars, die ist halt eben eine andere und die Essenz von Star Trek ist halt auch mehr als nur Starfleet, Warp-Gondel und Communicator-Patch, ja? Ja, sondern die Essenz von Star Trek ist, Fragen aufzuwerfen und zu diskutieren. Die Essenz von Star Trek ist, dass man sich mit der Crew irgendwie gemein macht, dass es eine Family-Geschichte irgendwie ist, dass man da so reinwächst und dass man dass die alle likable sind, ja. Mehr oder weniger, ja. Am Ende kann man sogar am Wesley Crusher was abgewinnen, ja. Ich meine, im Grunde genommen ist ja die Michael ist ja nichts anderes als Wesley Crusher, nur halt in jeder Folge. Und und so weiter. Natürlich gehört ein gewisser Look and Feel dazu, klar, ja, okay. Aber Star Trek ist halt wirklich einfach nur mehr und einfach mehr als das, was einem da eben geboten wird. Und vor allem ist Star Trek halt keine One-Woman-Show oder One-Man-Show. Das ist wirklich, oder auch One-Diverse-Show, whatever, ja. Es geht nicht darum, und also darum ging es auch bei Star Wars nicht. Es geht nicht darum, dass Rey eine Frau ist, das ist völlig irrelevant. Es geht einfach darum, dass diese beiden Charakter einfach scheiße geschrieben sind, ja. Und ich habe letztens in einem unserer Podcasts, glaube ich, schon daneben bei unserem anderen Podcast Walking Dead, glaube ich, weiß nicht genau, habe ich das Damen-Gambit gelohnt. Freunde, schaut euch auf Netflix das Damen-Gambit an, ja. Das ist eine Feel-Good-Show vom Allerfeinsten, die ist emotional und so weiter und so weiter. Und da hat auch eine weibliche Hauptdarstellerin, die toll ist, fantastisch ist, perfekt ist. Die hätte man genauso gut auch mit dem Mann drehen können. Aber nein, weil es gut geschrieben ist, ja. Und dann wird man immer gleich so in die misogyne Ecke gestellt, wenn man irgendwas gegen Michael Burnham sagt. Und dann bist du wieder hier der alte Cis-Mann und bla bla bla. Ich bin's einfach irgendwie leid. Das Problem ist, ich gucke es halt leider in der 4. Staffel trotzdem, weil ich Star Trek-Fan bin und weil ich einfach hoffe, dass es besser wird, ja. Und deshalb, 22. Januar, Lower Decks, da sieht man, wie Star Trek funktionieren kann, ja, heutzutage. Ganz genau. Und ich hoffe, dass Lower Decks sozusagen etwas der Erweckungsmoment war, dass halt die 3. Staffel von Discovery schon in Production war, als Lower Decks gemacht wurde und deswegen konntest du halt auch nichts mehr dran ändern. Aber wenn du die Reaktion von Lower Decks im Grunde genommen vergleichst, was ich jetzt mal machen werde, ich schaue gerade mal eben die Ratings bei IMDb von Lower Decks nach, zu Discovery, dann muss, also ganz ehrlich, wenn sie weiterhin Geld verdienen wollen, dann muss irgendjemand mal der Groschen fallen und sagen, Freunde, so verprellen wir uns auf Dauer unsere Kundschaft. So, jetzt sind wir hier mal bei IMDb und gehen mal auf die Episodenliste und schauen doch mal, was wir da für Ratings haben. 6,4 ging es los und dann wurde es immer besser. 7,x, 7,x, 8 und die letzte Folge hat eine 9 gekriegt. Ja, bei 530 Ratings, also genauso viel wie Discovery, obwohl es nur in US offiziell lief, ja, wesentlich höhere Wertungen, also was meinst du, was dann abgeht, wenn das Ding jetzt international rausgeht, dann wird es ein paar tausend Bewertungen kriegen und der Schnitt wird ähnlich sein, also erzählt kann man doch nicht sagen, dass Discovery eine gute Show ist, ich verstehe nicht, wie man das objektiv noch behaupten kann, es geht in meinen Kopf einfach nicht rein, ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, wie man das noch behaupten kann. Weiterhin
Deshalb, Discovery ist eine emotional geschriebene Story und das spricht wahrscheinlich den Otto-Normalverbraucher mehr an, als wenn man sich dann die x-te Frage über Gott und die Welt stellt. Ist für uns vielleicht nicht relevant, aber ist vielleicht für andere Leute relevant. Und wir möchten es gerne anders und wir kennen es besser. Und selbst mit der, wie du es gerade schon gesagt hast, mit der Essenz von Star Trek, die ja auch eigentlich immer sehr nach vorne gewandt ist, kann man ja was kriegen. Aber diese Folge, auch vielleicht passend dazu, diese beiden Folgen sind sehr rückwärts gewandt. Sowohl im Storytelling, als auch in den Elementen, die eingesetzt werden. Also wir gehen nicht nach vorne. Der einzige Schritt, der nach vorne gegangen wird in dieser Episode, ist, dass Giorgio raus ist. Ja, und sie war doch der, ich sag mal, zumindest der Charakter, der noch ab und zu noch ein bisschen Spaß irgendwie gemacht hat. Naja, hoffen wir mal, dass sie sich jetzt zum wiederholten Male, sage ich es, hoffen wir mal, dass sie sich jetzt eingegroovt haben. Ich bin wieder mal erstaunt, dass wir es geschafft haben, über eine Stunde über diese Show zu reden, die eigentlich so wenig hergibt. Aber wir sind halt mit dem Herzen bei der Sache und am Ende des Tages sind wir halt doch Star Trek Fans. Und ja, was soll man machen? Das ist eine tolle Utopie und wir hoffen einfach auch, dass in der Zukunft das Ganze wieder besser wird. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann diskutiert doch weiter auf nerdizismus.de/discord. Oder schreibt uns eine WhatsApp an die 01-525-964-7709. Auf YouTube ja grundsätzlich, ne, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ja. Und Michael, für 2021 wollen wir auch mal unseren Twitch-Kanal wieder ein bisschen aus der Versenkung holen. Denn wir haben ja regelmäßig, unregelmäßig immer auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con Nerdquiz gespielt. Und eigentlich kam das ganz gut an. Und dann hatten wir eigentlich jetzt die Idee, dass wir im nächsten Jahr im Prinzip auch das Nerdquiz dann bei... Hey, super Name, das Nerdquiz. Genau, das Nerdquiz, das Nerdquiz dann auf unserem Twitch-Kanal spielen. Und weil wir eigentlich irgendwie gar nicht so viel Bock haben, 20.000 Kanäle gleichzeitig zu bespielen, wäre es vielleicht mal ganz cool, wenn ihr so also mal schreiben würdet, ob Twitch für euch eigentlich auch in Ordnung wäre, anstatt von YouTube und oder auf Facebook zu streamen. Also wir können immer zwei Plattformen gleichzeitig bestreamen, das geht, aber dann müssten wir mal eben schauen, welche wir da den Vorzug geben. Wir haben halt auf Twitch einfach mehr Interaktionsmöglichkeiten. Ja, also von daher müsste man da an der Stelle mal gucken. Wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen bei iTunes. Ja. Mir hat letztens einer auf Twitter geschrieben, aber bitte keine 3-Sterne-Bewertung, das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch. Lieber entweder 5 oder 0, aber wenn du 0 gibst, dann schreib auch dazu, warum du 0 gibst, sonst können wir ja nicht besser werden. So, in diesem Sinne, also nochmal nerdizismus.de/discord, der freut sich auf jeden Fall immer über neuen Zuwachs und ich sehe schon, da geht es auch schon wieder ein bisschen ab in der Track-Nerds-Gruppe, also von daher freuen wir uns da auf jeden Fall drauf. Michael, dir vielen Dank und ich habe gehört, morgen um 21 Uhr hören wir uns ja schon wieder. Tun wir, diesmal in grün. Ja, diesmal in grün, EOS Andy wird dabei sein. Ein langjähriger Freund unserer kleinen Show, da freuen wir uns schon sehr drauf, der hat am Sonntag, und da bin ich mal gespannt drauf, der hat am Sonntag die zweite Staffel Mandalorian durchgebinged, der hat vorher noch nichts geguckt. Echt? Mhm. Er hat das echt aufgespart und hat es am Sonntag durchgebinged und über die Erfahrungen werden wir morgen reden, morgen 21 Uhr, live auf YouTube, live auf Facebook und bis dahin, lieber Chat, machtet jort, bis dann. Und bis die Tage. Achso, nee, eine Frage habe ich noch, wo Miro gerade nach dem Stream von Dark Material schreibt. Miro, du hast die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich, wollte ich dich fragen, warum eigentlich immer Discovery Panel und Nerdizismus? Sollen wir zusammen mal eine Show machen oder so? Wir haben aber gesagt, das ist wie bei den Klitschko-Brüdern. Wir werden zusammen nie eine Show machen, über Discovery reden. Das könnte knicken. Haben wir uns gegenseitig versprochen, weil wir mögen uns zu sehr, um das zu tun. Sonst können wir über alles reden, aber das Panel und Nerdizismus werden niemals über Discovery reden. Sorry, das werden wir nicht machen. Dark Materials, Michael, das ist dein Thema. Ja, wollte ich mit der Yavanna schon mal machen. Aus diversen Zeit und, nein, nicht Budget, sondern nur Zeit. Hat am Ende nicht funktioniert.
Irgendwann, ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal auch sagen können, aus Budgetgründen, ja. Ist, ja, mussten wir leider unsere Producer entlassen. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Michael, dir vielen Dank. Bis morgen 21 Uhr. Gleiche Stelle, selbe Welle. Bis dann. Machtet ihr Ort. Tschüss. Tschüss. Produktion des Podcast-Imperiums.